Hallo und herzlich willkommen bei Schau, Schau. Shoppen, shoppen und noch mehr shoppen kann man heute wieder einmal beim großen Late-Night-Shopping in Parndorf im Burgenland. Das Fashion-Outlet und das Designer-Outlet laden bis 23 Uhr ein zu shoppen. Dass unsere Promis aber heute nicht wirklich Lust auf Shoppen haben, ist wenig verwunderlich. Eigentlich wollte man zu einem gemütlichen Shoppingabend zusammenkommen. Doch gekommen ist alles anders. Das Schlepperdrama auf der A4 Ostautobahn überschattet das Late-Night-Shopping in Parndorf. Nur unweit von den beiden Outlets entfernt ereignete sich die Flüchtlingstragödie. Während im MacArthur Glen Designer-Outlet das Entertainment abgesagt wurde, kamen unsere VIPs im benachbarten Fashion-Outlet trotzdem zusammen. Weil? Dadurch, dass es wirklich alles für den guten Zweck auch ist, denke ich, kann man das schon machen. Und deswegen ist es auch notwendig, dass solche Zeichen gesetzt werden. Dass man einfach sich nicht dann zurückzieht und sagt, oh Gott, jetzt mache ich gar nichts mehr, sondern dass man sagt, und jetzt tue ich gerade was. Jetzt setze ich mich gerade ein dafür. Umso mehr ist es wichtiger, dass man aufrüttelt, dass man sammelt, dass man die Menschen aufmerksam macht auf alles. Ja, also ich habe heute sehr lange überlegt, ob ich überhaupt herkomme. Und der einzige Grund, wieso ich eigentlich herkommen bin, ist, damit ich mein Honorar, das ich heute bekommen habe, spenden kann für die Syrienhilfe. Es geht uns allen gut und wir können uns es leisten und wir sollten stolz darauf sein, wenn wir Menschen helfen können und die aufnehmen können. Und die ständigen Diskussionen, es ist einfach eigentlich schwer zu ertragen, was im Moment in Österreich abgeht. Und es ist definitiv so, dass wir im Moment, also ich kann im Moment nicht stolz auf unser Land sein, ehrlich gesagt. Ja, es wäre auch aus organisatorischen Gründen gar nicht möglich gewesen, jetzt die Geschäfte bei 60, 70, 80.000 Besuchern zu schließen. Das geht auch aus Sicherheitsgründen nicht. Aber ich glaube, wir wollen unseren Beitrag dazu leisten und wollen hier mit einer dementsprechenden Charity-Aktion und Spenden versuchen, etwas ein bisschen beizutragen, um das Leid dieser Menschen zu lindern. Jeder ist betroffen und ich glaube, es ist der Augenblick, wo das jetzt alles sehr nah an uns rankommt und wo wir aufgerufen sind zu helfen und wo die Politik einmal aufgerufen ist, Stellung zu beziehen. Und ich finde es ganz schwach, dass die Politiker alle heute hier abgesagt haben, weil ich meine, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, vor vielen, vielen Menschen Stellung zu beziehen und einmal irgendeine Hoffnung zu geben. Aber leider wieder mal nicht passiert. Es wird ja nur gehetzt, es wird nur schlecht gemacht, es wird niemandem Hoffnung gegeben, weder den Flüchtlingen noch der Bevölkerung Österreichs, dass wir das hinkriegen. Das kann ja nicht sein, dass wir das nicht schaffen. Das ist ja so entwürdigend, dass ich kann gar nicht drüber reden. Vom Shoppingabend fernzubleiben wäre der falsche Weg. Mit dem Kommen möchten die Prominenten ein Zeichen setzen. Man kann das eigentlich gar nicht beschreiben, weil man kann sich das gar nicht vorstellen. Man sieht ja auch die ganze Energie heute Abend. Es ist einfach ein Abend eigentlich voller Fassungslosigkeit, voller Trauer und voller Entsetzen. Und deshalb denke ich, dass auch nicht eine Leichtigkeit entsteht. Und das soll es ja auch nicht, sondern es ist wirklich ein Abend, um da einfach nochmal hinzuschauen, was gerade im Moment passiert um Wien herum. Die aktuellen Geschehnisse im Burgenland lassen niemanden kalt. Ich weiß gar nicht, ob die Leute informiert sind. Mir kommt ein bisschen vor, viele sind gar nicht informiert. Es ist so eine eigentlich ein bisschen eine traurig machende Wurstigkeit, was passiert so nahe. Und mir persönlich hat das schon auf den Magen geschlagen, kann ich sagen. Also von dem Schlag, den ich in die Magengrube bekommen habe jetzt beim Herfahren, ableitend habe ich das morgen nicht vergessen. Vielleicht bin ich feig und verdränge es. Vielleicht schiebe ich es weg, weil es so unfassbar ist. Und weil man dann ja nur schreien könnte eigentlich, nicht? Aber vergessen kann man das nicht mehr, glaube ich. Nein, das ist jetzt eine Grenze überschritten. Nee, das ist eins zu viel, brutalerweise. Was muss noch passieren?